Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Trabi ist heute dran, denn nach der 41 kommt die 42. Ja, in den letzten Wochen haben wir die Bauphase 41. Habt ihr euch über euch ergehen lassen. Und ja, diese Woche ist das dann die Bauphase 42. Die Teile habe ich schon mal rausgeholt. Wir schauen mal so einmal mal so ganz kurz ins Heft. Heute haben wir, ja, das hätte letzte Woche kommen müssen, damit man das hätte dann an dem Tag dann vielleicht hätte sagen können. Und zwar 1973, genau am 22. November, lief der 1.000.000. Trabi vom Band. Also, das war dann vor 4 Tagen quasi, vor 47 Jahren. Überlegt euch mal, da gab es den 1.000.000. Trabi. Ja, das wurde groß gefeiert. Ihr seht ihn nochmal. Ich glaube, ich habe auch mal Bilder bekommen von jemandem. Der ist nämlich im Museum, steht er hier, ein schöner roter. Und den hat auch mal einer von euch mir als Bilder zugeschickt. Ja. Der Trabi war rund 40 Jahre lang konkurrenzlos. Ja. War ja eben nun mal so, ne? War immer der gleiche Abwasch. Ja, nützt ja nichts, aber wir sind auch damit dann von A nach B gekommen. Gut, Ostalgie. Der Sieg über die Bundesrepublik Deutschland, Fußball-WM 1974. Die BRD im eigenen Land, Fußball-Weltmeister geworden und wir haben sie geschlagen. Ich sag mal so, ich habe das seinerzeit nicht so richtig mitbekommen. Da gab es für mich andere Sachen, da waren andere Sachen noch wichtig für mich, nicht Fußball. Aber ich denke mal, unsere Väter, Onkels, Opas und so, die waren alle voll aus dem Häuschen, wie Sparwasser dann die, ja, das Tor geschossen hat. Und das war das einzige Mal, dass sich die DDR-Nationalmannschaft sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Wir als klitzekleines Land ohne Profisport. Es wurde ja, wissen ja viele, nur viel Wert gelegt auf die olympischen Sportarten. Da wurde viel Wert drauf gelegt. Da wurde viel gefördert und gefordert. Aber Fußball, das, was wir alle gerne gespielt haben, wir sind immer auf dem Bolzplatz, jede freie Minute haben wir uns, ja, wir haben auf dem Sandplatz gespielt, blutige Knie geholt. Ja. Da fällt mir eine Story ein. Ja, mein Bruder jetzt wird sich daran erinnern können. Da haben wir schön, und da hatten wir einen richtig guten eine gute Lederpille. Und dann hat der eine da schön abgezogen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und voll gegen Pfosten. Und dann hier so ein, ist ja ein Metallrohr gewesen. Ja, und dann hat das so richtig schön geklungen. Und dann, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Einer dann gesagt, habt ihr gehört, das hat Ring gemacht. Also das war schon echt lustig. Also wir haben, jede freie Minute haben wir Fußball gespielt. Aber nochmal dazu, ja, zu diesem Spiel. Mir fällt jetzt eigentlich nur eins ein dazu. Es sei, also wenn wir eine Mannschaft sind, können wir uns nur selber schlagen. Ja. Also, es war egal, wer da als Sieger vom Platz ging, weil Deutschland hat gewonnen. Gut, hier geht es wieder um den Tatra, nochmal in dem Heft. Aber wie auch immer, dolles Ding. Und die nächste Woche geht es darum, in Ausgabe 43, um die Lichtmaschine, Vergaser, Kraftstoffleitung, Zündkerzenstecker, Schalldämmmatte, Heizungsschlauch und Luftansaugschlauch. In dieser Ausgabe wollen wir uns um das Differentialgehäuse und Gelenkwellen der Vorderräder kümmern. Dafür kommt ihr dicht daran. Ich zeige euch die Teile und dann basteln wir die auch gleich zusammen. Hier kommen nun die Teile. Differentialgehäuse Teil A, Differentialgehäuse Teil B. Motorabstützung ist das Teil hier mit einem Schlüsselloch drinne. Dann die kürzere von den Stangen, Gelenkwelle links.
Können ja mal alle Teile auch ein bisschen im Bild haben. Die längere von den Stangen, Gelenkwelle rechts. 42F und der Brechergehäuse. Dann haben wir Keilriemenscheibe A und B. Das ist, glaube ich, A und die nur wie ein Deckel aussieht. B. Jetzt passen gar nicht mehr alle Teile in die Kamera. So. Weil wir bekommen hier nämlich noch ein Teil Deckel für das Unterbrechergehäuse und AP und AM Schrauben. Wir starten mit den beiden Differentialgehäusen und zwar wird das jetzt so zusammengesteckt und dann mit einer AP Schraube verschraubt. Ja, ich sage das manchmal solche Sachen mit Absicht. Soll witzig klingen. So, AP-Schraube hier in das Runde muss in das Viereckige. So, verschraubt. Nehmen Sie das Kurbelgehäuse-Unterteil aus der letzten Ausgabe zur Hand. Eieiei, jetzt müssen wir noch was aus der letzten Ausgabe. Das ist dieses hier. Und montieren Sie darauf die Motorab. Stützung und verwenden Sie eine Schraube AM. Davon haben wir nur zwei. Das heißt, dass wir ja auch nur eine brauchen werden. Und hier drauf sollen wir dann so wie das aussieht hier. Dafür ist dieses Schlüsselloch gedacht. Hier drauf, dann mit einer AM-Schraube verschrauben. Haben wir auch getan. Befestigen Sie nun das Kurbelgehäuse-Unterteil mit einer Schraube AP am Differentialgehäuse. AP-Schraube haben wir hier. So. Wir brauchen das Ganze so rum und dann sollen wir das hier dran verschrauben. Aha. Oh, das wackelt alles noch hier. So, ich glaube, das ist erstmal fest genug. Gut, erstmal setzen Sie die Keilriemenscheibe B, das ist die glatte Scheibe ohne irgendwas, die packen wir hier rauf, oder nee, lieber andersrum, so rum. Und dann die andere Hälfte der Keilriemenscheibe auf die gleiche Weise draufsetzen, aber dann so, dass dann hier natürlich nachher auch ein Keilriemen drüber laufen kann. Befestigen Sie nun das Unterbrechergehäuse. Ich muss euch jetzt mal gucken, dass ich das richtig rum alles halte. So. Das soll dann hier rauf. Und auch wieder mit einer AP-Schraube. Das wäre dann die letzte in dieser Ausgabe. Das wird dann hier drauf verschraubt. Ja, schön. Die Keilriemenscheibe bewegt sich noch. So, als nächstes positionieren Sie zum Schluss den Deckel für das Unterbrechergehäuse wie im Pfeil angezeigt. Also hier haben wir einen Nupsi drinne. Da. Hier haben wir eine Aussparung und die kommt natürlich genau darauf. Zack, zusammen. Oh, dann haut das hier auch, geht das hier auch mit dem Relief hier konform. So, jetzt haben wir das Ganze. Das drehen wir jetzt mal so hin. Und jetzt nehmen wir die linke Gelenkwelle. Die linke Gelenkwelle war die kürzere, richtig? Guck noch mal nach, das war die kürzere. Die nehmen wir
und stecken dann in das Viereckige. Jetzt ist die Frage, ja, das, so sieht das aus. Das sollen wir da nur reinstecken. Anschließend die rechte Gelenkwelle. Achso, die ist halbrund. Und hier das Loch ist auch halbrund. Das ist schön. Da braucht Mario nicht lange überlegen, wie das hier reingesteckt wird. So, so sieht das Ganze dann aus und so sieht das auch auf dem Bild aus. Das war dann Bauphase Ausgabe 42 von unserem Trabi. Ja, Differentialgehäuse mit den Gelenkwellen hier mit der Keilriemenscheibe und so. Haben wir wieder was fertig, was wir ad acta legen können. Und wie gesagt, in 43, die Teile habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da kommt eine Menge auf uns zu. Das ist dann quasi nächste Woche. Vielleicht auch schon noch schon ein bisschen früher, weil die Abo-Lieferung hat mich noch nicht erreicht. Vielleicht kommt die ja morgen oder übermorgen. Und dann kann ich da dann quasi schon etwas früher weitermachen. Manchmal gibt es so ein paar Kommentare, so bei Facebook lese ich das ja dann, ich lese da ja immer frei kräftig mit. Bei manchmal kommentiere ich auch was. Aber manchmal finde ich, manche schießen immer ein bisschen weit übers Ziel hinaus. Da wird dann gemeckert, das ist nicht originalgetreu. Ja, dann immer machen. Immer machen. Ich finde, der Bausatz ist gar nicht mal so schlecht gelungen. Der ist ganz gut gelungen. Das Einzige ist eben, wir haben hier viel Metall. Und ja, das hatten wir beim Trabi nicht. Aber ich möchte bloß wissen, was einige dann gesagt hätten, wenn das alles aus Plastik gewesen wäre. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Erfreut euch einfach an dem Bau dieses Modells oder auch an anderen Modellen. Irgendwas ist ja immer. Es gab ja immer mal wieder, gibt es solche Leute, die sagen, das ist was für Achtjährige. Ich bin gerne acht. Kommt das auch mal wieder zum Vorschein. Ganz so einfach ist es nicht. Manchmal muss man ein bisschen tüfteln. Und das macht uns Modellbauer. Ich sehe mich da auch als Modellbauer. Das macht das uns eben aus. Das macht das Modellbauen eben aus. Auf jeden Fall, denkt da dran, habt viel Spaß da dran an diesem Hobby. Nehmt euch da ein bisschen Zeit, das ja, auszuüben. Das ist doch schön. Wir sind doch privilegiert, die dieses Hobby haben, finde ich. Auf jeden Fall hat mich das gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut gerne wieder. Gerne auch meine anderen Projekte, die ich noch habe. Da schaut auch rein. Da gibt es eine Menge von. Bleibt auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir weiter in.